Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Kang. Beim letzten Part haben wir viel erlebt. Wir haben erst Julia Kearns PDA fertig gelesen. In ihrem Zimmer war ein leeres PDT. Und wir haben auch noch ein zerstörtes PDT gefunden. Das war bei Professor Kern in der Suppe. Danach waren wir im Altarraum, in dem wir anscheinend reingefallen sind, von Kane, von Henry Kane, in seinem Stasis-Behälter. Und letztendlich konnten wir, wie schon der Titel verrät, des letzten Parts, ein eigenes PDT drucken. Allerdings sind jetzt alle Sicherheitssysteme wieder aktiviert und ich denke, wir werden jetzt etwas weniger Freude wieder haben. Ansonsten kommen heute 4 Folgen. Wir haben nämlich alles gestern geschafft nachzuholen. Also eine Folge Kane, eine Folge Mass Effect, eine Folge Battle for Westnot und der Mittelerde Fight Club. So, jetzt wollen wir mal beginnen, bevor wir noch mehr Zeit vergeuden. Wir sind noch im PDT-Druckerraum, wo Ralph wohl das Zeitliche gesegnet hat, wobei er sich bedankt hat. Da hieß es, töte mich bitte, danke. Hier ist schöne Feuerstimmung, weil alles explodiert ist. Und, verbranntes Terminal, das habe ich mir noch nicht vorgelesen. Eine nutzlose Masse verbrannter Kabel, Silikon und Polycarbonat. Und wir müssen jetzt hier raus. Wir könnten eventuell es bis zum Aufzug schaffen, hoffentlich. Weil mit dem PDT können wir ihn auf jeden Fall öffnen. Ja, unautorisierter Zugang, das sind wir, ganz genau. Deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt weniger Spaß haben, weil jetzt geht das Sicherheitssystem wieder. Wir hören ja den Alarm auch immer noch. Die wissen, dass wir da sind. Okay, hier draußen ist keiner. Hier britzelt es ganz fleißig. Das ist wohl dieser Zaun hier. Wir könnten jetzt hier zum Aufzug gehen, aber... Bleibt das Licht diesmal an oder geht's wieder aus? Ach nein, das Licht bleibt diesmal an. Ja, weil alles wieder geht. Aber hier sehe ich, es geht doch wieder aus, dass jetzt das Kraftwerk weg ist. Beim Gehirnemulationslabor. Gehirnemulationslabor. Und da waren wir noch nicht drin, deswegen gehe ich zuerst ins Labor. Ja, Hattie hat sich gerade selber Mut zugesprochen, weil sie hat gemeint, sie kann das nicht. Das wird bestimmt der schönste Raum hier mit dem Emulationslabor, weil es klingt halt wunderschön. Oh je. Hadley, my dearest little girl, my sweet creature, you're alive. Do you know me? Know you? Oh my girl. Yourself right now. Oh, God. Adams will suffice. Hadley, you need to go. No. And how is the masterpiece inside of you? Healthy, I hope. Growing quickly now, I'm sure. It's nearly time. What do you mean? Our baby, Hadley. Don't talk about my baby. Why did you take me? You are the right person in the right place at the right time. Can you help me get out of here? Trust him. Out of here? Don't worry about getting out. Security will be here soon. They'll set this all right. Just come. Wait here. This is the safest room in the facility. Here. Closer to me. I don't think so. Ja, das sieht auch total wie der sicherste Raum der Einrichtung aus. Hier haben wir Dr. Adams. Er ist schuld daran, dass überhaupt das ganze Experiment gemacht wurde. Er hat auch gesagt, wie geht es unserem Baby. Ich glaube aber immer noch, dass Joseph der Vater ist. Ich glaube, Adams war nur für den Angriff verantwortlich. Komische Stimme hat er und er lebt noch, ist aber auch hinter einer Barriere scheinbar. Dr. Adams, bei jedem Atemzug obszön keuchend, beobachtet Hadley mit einem selbstgefälligen, überheblichen Grinsen. Der ist halt total sicher, dass ihm nichts passieren kann.
Was haben wir hier? Jetzt hat auch gerade der namenlose Mann gesagt, wir dürfen ihm nicht vertrauen. Hier ist das Kraftfeld. Das Plasma ionisiert die Luft und formt eine undurchdringbare hexagonale Energiebarriere. Dann haben wir hier mit Plastik bedeckter Operationsstuhl. Ja, man merkt schon, der Doktor arbeitet immer noch. Robuste Fesseln sind an einem Stuhl angebracht, was darauf schließen lässt, dass der Patient nicht ganz mit der Behandlung einverstanden war. Ist jetzt auch nicht überraschend, so wie er redet. Hier ist ein rotes Hologramm. Kleine Fahne holographische Partikel drehen sich träge. Sie lassen darauf schließen, dass diese Tür verschlossen ist. Hier ist ein Projektor, ein moderner tragbarer Kraftfeldgenerator, wahrscheinlich für das Kraftfeld, deswegen fühlt er sich auch so sicher, der Kerl. Hier ist noch ein Operationsstuhl mit Plastik bedeckt. Darum herum sind verschiedene seltsame Maschinen, Kabel und andere undurchschaubare elektronische Geräte zu sehen. Hoffentlich stirbt der Kerl, weil der ist schuld, dass wir hier sind. Was haben wir noch hier? Ein Feuerlöschschaum. Aus dickflüssigen Schleim treten immer noch giftige Gase hervor. Der könnte uns vielleicht helfen. Hier ist auch Feuer selber. Flammen züngeln an den Seiten des Operationsgeräts und hinterlassen Rußspuren im schwarzen Plastik. Hier ist ein PDA. Ich nehme an von dem guten Mann hier. Also besser gesagt bösen Mann. Das Tagebuch ist auf dem Boden gelandet. Hier haben wir zerstörte Fußbodenpaneelen. Durch die Beschädigung sieht man einen Teil des Wartungssystems. Und hier nochmal ein Haufen losgelöster Bodenplatten. Ich kann es gerade nicht weiterlesen. Jetzt hat. Die aussehen, als wären sie von unten hochgestoßen worden. Also wahrscheinlich ist ein Gang darunter. Okay, ja, ein Feuerlöschschaum können wir nicht. Haben wir nicht einen Feuerlösch auch hier? Ich sehe keinen. Ich sehe nur den Schaum. Lesen wir erst das PDA. Ich wette, das ist vom Adams. Natürlich. Most of that information may be a little above your head. Tempted to stick around just to see this place burn. Natürlich ist es von Dr. Adams und angeblich soll es zu hoch bei uns sein. Es ist allerdings wieder eins der kürzeren PDAs. Das finde ich schön, weil die letzten waren alle länger. Dr. Simon Adams. Er sieht halt schon vom Bild total nett aus und wie gesagt, die Stimme ist auch total toll. Vor allem, weil er nicht wirklich eine Begründung angegeben hat, warum Hadley. Er hat nur gesagt, ja, halt richtige Zeit, richtiger Ort. Aber lesen wir mal. Vielleicht hören wir da mehr. Oder lernen da mehr. 14. Februar. Der Tag der Liebe. Nicht, dass dieser eine Bedeutung für einen alternden Junggesellen wie mich hat, aber, oh, ein alter Mann wird doch wohl noch träumen dürfen. Schließlich haben alte Männer doch nichts anderes als ihre Träume, um sie im schläfrigen, kraftlosen Spätherbst ihres Lebens wachzuhalten. Und ein Traum über die Liebe ist wie Balsam auf die unerfüllte Leidenschaft, die Trauer und das Bedauern diesen armen Burschen. Allerdings ist meine Arbeit in der Einrichtung eine ganz andere Angelegenheit. Kane wurde uns bereits geliefert. Er befindet sich in Stasis und ich hatte immer noch keinen Erfolg bei auch nur einem der Subjekte. Ein wahrlich ärgerliches Problem. Vor allem, da dies nur der Beginn meiner eigenen Ambitionen wäre, meine Renaissance. Okay. Dr. Mellons Forschung hat gezeigt, dass das Bewusstsein nichts weiter als ein Programm ist. Eine Reihe von Gleichungen, Anweisungen und konditionalen Argumenten. Es kann repliziert und transplantiert werden. Ja, der Bewusstseinstransfer. Wir wissen, dass er daran gearbeitet hat. Und mir gefällt übrigens gar nicht, dass er sagt, dass unser Baby jetzt sehr schnell wachsen wird, weil das tut mal wieder auf mehr hinweisen, als das ein normales Kind ist. Wie das Immunsystem eines Körpers ein transplantiertes Gliedmaß abstößt, könnte allerdings auch die einfachste neutrale Kodierung des Körpers sein innewohnendes Selbstkonzept, was Freud als das Es bezeichnete, das transplantierte Bewusstsein abstoßen. Also wir merken schon, er schreibt wirklich etwas komplizierter, aber er schreibt nicht völlig unverständlich in meinen Augen. Die Frage ist jetzt, wie unterdrücken wir diese Kodierung? Wie unterdrückt man die menschliche Seele? Tolle Wissenschaft übrigens. Anstatt nach einer Antwort zu suchen,
Anstatt das Problem der menschlichen Sterblichkeit zu lösen, träume ich davon, dass Joseph Boynum mich isst. Und das ist ziemlich erregend. Er träumt davon, gefressen zu werden? Das ist sie, ja. Ich meine, hier bei Caintech ist es nicht ungewöhnlich, sowas zu lesen. Auch nicht ungewöhnlich, diese Sexfantasien, weil wir hatten schon öfters das Thema Sexfantasien mit gestörtem Inhalt. Aber ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist schon wieder total toll, sagen wir es mal so. 4. März. Hier ist ein interessanter Zufall. Ich habe entdeckt, dass eine neue, aber ansonsten bürokratisch unbedeutende Angestellte in dieser Einrichtung mit Kane verwandt ist. Die Genealogie ist dünn, aber definitiv vorhanden. Ja, das wird Sharon sein. Wir wissen, Sharon war eingeheiratet in die Familie Kane über eine Cousine dritten Grades, glaube ich. Sie würde auch meinen, könnte eine genetische Komponente die Lösung für unser Problem sein? Die Beschaffung könnte schwierig werden, aber das Glück hilft demjenigen, der Gelegenheit und Vorbereitung zusammenbringt. Und dieser Mann könnte ein wenig Glück gut gebrauchen. Ich habe eine Gelegenheit, also muss ich mich vorbereiten. Dieser Mann, meint er damit sich? Oder meint er damit Joseph? Weil wir wissen, Joseph war mit Julia zusammen, mit der in Anführungszeichen Stieftochter von Sharon. Deswegen könnte beide meinen. Lesen wir mal weiter. 2. April. Hank ist zum größten Teil mein Fehler. Toller erster Satz übrigens. Ich habe Angst vor dem Kalender, habe ich ihm heute Morgen gesagt. Warum? Fragte er. Weil seine Tage gezählt sind, antwortete ich. Und dann musste ich den Witz erklären, weil Hank gesellschaftlich gesehen nicht gerade besonders weit entwickelt ist. Er ist nicht gerade ein gewöhnlicher Junge. Ja, von Hanks PDA, dem ersten PDA damals, wissen wir, dass er sich verschiedene Merkstichpunkte gemacht hat, unter anderem über Witze lachen. Das kommt hier jetzt nochmal. Ich hätte ihn mit seinem Wirt zusammen entsorgen sollen. Das weiß ich. Aber ich bin gefühlsduselig. Und davon mal abgesehen, wollte ich schon immer ein Kind haben. Ich wollte schon immer Vater sein. Hank ist vielleicht Ho-Ho. Also wir wissen ja, seinem Feind, von Professor Kern, wurde ein Mann namens Hobo genannt, der bisher noch gar nicht aufkam. Ich meine, die Vorbuchstaben sind identisch. Und bei beiden, sowohl hier bei Adams als auch bei Kern, wird jetzt Hank dargestellt als, naja, sagen wir mal, zurückgebliebenes Wesen. Definitiv nicht ganz Mensch, wenn er sagt, mit seinem Wirt zusammen entsorgen. Interessant, gut zu wissen. Ich habe ihn nach meinem verstorbenen Vater benannt. Ein Mann, von dem ich zugeben muss, dass ich ihn aus vielen und zu erniedrigenden Gründen gehasst habe, um sie hier zu veröffentlichen. Meine Kollegen im Labor nennen ihn nur den Hobo. Aha, also hatte ich gerade recht. Ich sollte wahrscheinlich in seinem Namen beleidigt sein, aber ich bin mir nicht sicher, dass sie eine Schuld trifft. Er ist definitiv eine Art Ersatzsohn, aber er ist vielleicht eine Art Ersatzsohn, aber er ist definitiv merkwürdig. Ja, merkwürdig seid ihr hier alle, ganz ehrlich. Am Anfang habe ich ja Hank als Monster bezeichnet, aber jetzt so im Laufe des Let's Plays, ganz ehrlich, Hank war noch der Normalste, weil Hank konnte nichts für seinen Zustand. Und Hank hat auch nicht wirklich was gemacht, er hat nur gemacht, was ihm aufgetragen wurde. Während die anderen alle Pläne haben, während die anderen alle hier wirklich, ja, ich will es gar nicht Wissenschaft nennen, hier Forschung betreiben, die einfach moralisch völlig daneben ist. Und da macht der Adams keine Ausnahme. Genau wie ich. Seit meiner Pubertät bin ich fasziniert, nein, besessen, von der Aussicht auf Vereinigung. Wenn zwei Menschen miteinander verschmelzen, einander aufnehmen, sich verbinden und eins werden. Das ist natürlich eine enorme Motivation für meine Forschungsarbeiten hier in der Einrichtung. Allerdings ist es gleichermaßen auch sehr persönlich. Wenn ich das Bewusstsein eines Erwachsenen in ein junges Subjekt transplantieren könnte, dann müsste es möglich sein, zweifellos mit einigen Anpassungen, aber theoretisch sollte der Prozess im Prinzip der gleiche sein, das Bewusstsein eines Erwachsenen in einen anderen Erwachsenen zu transplantieren. Ich glaube, das hat aber Hank versucht. Ich glaube, Hank war ein Hank-Hobo,
war, glaube ich, ein Experiment mit Bewusstseinstransfer. Ein erstes Experiment, was halt nicht ganz geklappt hat. Weil, genau, weil halt Hank nicht sich entwickelt hat, wie man weiß, wie er auch geschrieben hat. Auf jeden Fall würde ich dem vulgären Tabu, dem grausigen Durcheinander und der zweifelhaften esoterischen Aussicht auf altmodischen Kannibalismus vorbeugen. Und Joseph ist die Art Mann, die ich gerne sein würde. Elegant, charismatisch, gut bestückt. Ich meine, ich nehme an, dass er gut bestückt ist. Ach, dann wollte er sein eigenes Bewusstsein verschieben. Ein bisschen besessen von Joseph, ne, Adams? Gar nicht, überhaupt nicht. Erst das mit Kannibalismus, was hier jetzt nochmal kam, und dann, naja, man liest es ja. 23. Mai. Kerns Projekt ist absurd. Ja, Kern hat auch geschrieben, dass Adams Projekt gotteslästerlich ist. Man merkt schon, die Rivalität ist auf beiden Seiten. Das Nachwachsen von Organen ist nur eine temporäre Lösung für das permanente Problem der unweigerlichen Altersschwäche. Und dazu noch eine sehr unpraktische Lösung. Früher oder später muss der Körper an sich ersetzt werden, trotz all seiner religiösen Anmaßungen und seinem Gekreische von Ketzerei. Er kann Kane so sehr anbieten, wie er will, aber wie heißt es so schön? In der Wissenschaft gibt es keine Propheten. Kane ist ein Kunde, auch wenn er genau genommen unser Gehalt zahlt. Ja, man merkt schon, Adams ist der wissenschaftliche Teil, er halt von dieser ganzen Anbetung gar nichts. Ist halt schön, dass er seinen Boss als Kunden sieht. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber bei deren gestörten Vorstellungen ist das wohl kein Problem. Unsere Arbeit hier ist keine okkulte, apostolische Hingabe. Wir betreiben legitime, wenn auch zugegebenermaßen ethisch, vielleicht etwas fragwürdige medizinische Forschung für das zukünftige Wohlergehen der Menschheit. Ja, etwas fragwürdig ethisch. Du bist lustig. Ich meine, er hat zumindest erkannt, dass sie nicht ganz sauber ist, aber witzig. Oder in Ralphs Fall das zukünftige Wohlergehen unserer Einrichtung. Wie wir wissen, ist Ralph ja das Gehirn gewesen, ne? Ein PDT-Druckerraum. Ha, bei uns geht es nur um maximale Effizienz. Wir brauchen hier keinen Gesundheits- und Fitnessoffizier. Wir alle hier in diesem Labor sind vom Beruf Mediziner. Ja, und ihr alle gehört zusammen in einer Klapse. Aber dann würde ich mir Sorgen um die jeweilige Klapse machen. In der Zwischenzeit überschreitet der Fortschritt bei meinem eigenen Sonderauftrag meine Erwartungen. Es hat sich gezeigt, dass Joseph wesentlich einfallsreicher ist, als ich es mir zuerst gedacht habe. Auch wenn ich mir den Verdienst an seiner außergewöhnlichen Männlichkeit gebe. Ja, der guten Bestückung, ne? Wissen wir schon. Ich habe damit angefangen, Vorkehrungen für den Transfer des Wirts in mein Labor zu treffen. In den nächsten 2 Monaten oder so sollte es soweit sein. Damit sollte die abschließende Lieferung gerade rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen eintreffen. Oh, Dr. Adams, für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, Weihnachtsfeiertage. Wir wissen, dass Julia damit mit Joseph Schluss gemacht hat, von wegen, weil er sie ja betrogen hat mit einer anderen Frau, wahrscheinlich uns, dann könnte Adams doch der Vater unseres Kindes sein. Wenn man davon ausgeht, dass sein Bewusstsein zu dem Zeitpunkt in Josephs Körper war, aber dann wäre er doch jetzt tot, ne? Und das ist er ja nicht. Also so ganz Sinn macht das auch nicht. 10. Juli. Wir hatten eine Reihe von Unfällen im Labor. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich von Sabotage aus. Ich habe einige Abweichungen in Zugangsprotokollen gefunden. Ja, das war wahrscheinlich Julia. Wir wissen, Julia hat öfters was manipuliert, auch mit Samantha. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat sich damit selbst ins Fleisch geschnitten. Da die frühzeitige Vernichtung unserer letzten beiden Gruppen an Wirten ein willkommenes Täuschungsmanöver für die Anforderungen meines eigenen Sonderauftrags war. Jetzt kann ich den Ultraschallmonitor 24 Stunden am Tag im Auge behalten. Alle anderen Prioritäten wurden widerrufen. Den Ultraschallmonitor. Beobachtet er unser Baby? Nicht unmöglich, weil man hat ja gemerkt vorher im Gespräch, wie wichtig ihm das ist. Da
Das ist beunruhigend. Also noch beunruhigender als sowieso schon. 15. Dezember, letzter Eintrag. Es kommen Berichte über einen Notfall in einem anderen Bereich der Einrichtung herein. Auch wenn die Details überraschend unklar sind, was mich etwas wütend macht. Entsprechend des offiziellen Unternehmensprotokolls für solche Fälle habe ich mit dem anstrengenden Verfahren zum Sichern meiner Laborarbeit begonnen. Für den Fall einer vollständigen Evakuierung könnte ich sonst meinen bisher wichtigsten Fortschritt bei diesem Projekt verlieren. Fortschritt, durch den ich fast am Ende meiner Arbeit bin. Tja, jetzt bist du aber eingesperrt, Doktor, und ich lasse dich da bestimmt nicht mehr raus. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Ich schaue mich jetzt hier nochmal ganz genau um. Hier beim zerstörten Fußbodenpaneelen könnte man was machen. Aber wahrscheinlich brauchen wir Gegenstand dafür, ne? Oder? Nein! Feuereindämmungszylinder. Was ist das Ding out there? Samantha? A grotesque violation of genetics. But she is locked away. Joseph managed to lure her behind the loading fence. Quite the action hero, our Joseph. He did die rather spectacularly. The fence has been ripped open, and your experiment is going to tear us all to pieces. No, no, no. All three of us will be safe very soon. Then we can carry on where we left off. I said, don't talk about my baby. Ja, das glaubst auch nur du, dass wir drei bald in Sicherheit sind. Das glaubst auch nur du, Adams. Du wirst zerfetzt werden von Samantha. Das ist dir schon klar. Okay, wir haben aber was gefunden. Ein Feuereindämmungszylinder. Ein synthetisches, schnell expandierendes Gel auf Kohlenwasserstoffbasis. Vielleicht können wir damit die Flammen löschen. Wären wir hier Flammen? Aber ich verlasse diesen Bereich erstmal, weil... Natürlich kann ich dich zurücklassen. Siehst du doch. Boah, allein schon wieder so ein Satz. Du kannst mich hier nicht zurücklassen. Ich gehe jetzt nochmal rein, weiß ich, ob nochmal was kommt. Natürlich gar nicht. Bestimmt kommt jetzt irgendwas wie Willkommen zurück, wetten. Nein, es kommt einfach gar nichts. Können wir ihn anschauen? Können wir da nochmal reden? Nee. Hier ist übrigens nochmal ein Kraftfeldgenerator. Der hat also jetzt zwei. Ja, ich klicke hier gerade alles an, weil wir hatten schon mal bei so einem Beobachten hier eine Errungenschaft und ich habe gesehen, es gibt noch zwei, ich hätte die gerne. Deswegen klicke ich hier jetzt nochmal alles an. Ja, hier geht aber nichts mehr. Also es kommt nichts mehr, natürlich kann ich die zurücklassen. Dich werde ich nicht retten. Der ist nämlich fast gestörter als die ganzen anderen. So, wo ich hin wollte, waren die Crew-Einrichtungen. Da gab es ja ein Feuer, durch das wir nicht weiterkamen mit dem Aufzug. Und vielleicht kommen wir jetzt weiter mit dem Feuerlöschzylinder. Weil ich glaube, wir können noch nicht abhauen. Ich glaube, wir brauchen noch irgendwas. Außerdem gab es hier auch noch ein PDA, was wir letztes Mal nicht erreicht haben. Deswegen ein Grund mehr, hier nochmal hinzugehen. Biologischer Sicherheitsverstoß, das ist bestimmt Samantha. So, Feuereindämmungszylinder, das geht doch hier bestimmt. Excellent! And I totally knew it was going to do that. Ich wusste natürlich, dass das so passieren würde. Ist klar, Lee. Du hattest überhaupt keine Ahnung, dass das passieren würde. So, kommen wir jetzt hier durch. Nichts. I think that's what scares me. The idea that when we die, there's just nothing. It's not nothing. Sounds like you have a life most are envious of. You have kids, right? A real family. Like people know you exist. Real life. Some of us never got off the starting line. You will have a family soon. When I die, I want to leave something behind. You have that. I have student debt and gold.
see is the child inside of you. This baby deserves more than what I could ever give. Deserves to be part of something. Something bigger than me. Family. Home. A future. Sehr schön. Ich habe einen Nachlass und einen Goldfisch. Das ist total schön. Hier ist übrigens sein Zimmer, aber da kommen wir nicht rein. Wir konnten jetzt hier rüber. Und ja, hier ist jetzt noch ein PDA. Wir haben aber schon wieder nur noch 5 Minuten. Und dann müssen wir durch diese gar nicht auf unauffällige Tür. Das ist bestimmt Josephs PDA, ne? Weil der fehlt ja noch. Den hatten wir noch gar nicht, das PDA. Ach, als ob ich's erraten hätte. Natürlich ist das. What the hell was I thinking? Naja, Hattie hat erwähnt, dass sie dadurch zecht war. Sie hat erst gar nichts gedacht. Ach ja, das ist wieder ein langes PDA. Das werden wir nicht fertig schaffen, aber wir fangen es an. Joseph Boyno, 14. Februar. Ich will gar nicht wissen, was in dem Labor passiert ist. Wenn du einen Haufen schwangerer Weiber lang genug an ihrem Ort eingesperrt hältst, dann ist irgendwann die Kacke am Dampfen. Das weiß doch jeder. Da Kay nächsten Monat ankommen wird und dann noch diese beschissene Katastrophe, da ist es kein Wunder, dass sie sich jetzt massiv härter werden als meine Arschmuskeln beim Beintraining. Lol, den Spruch muss ich nachher beim Treffen der Abteilungen bringen. Damit und meiner neuen Hautpflegeroutine und dem Baby treiben wir es wie eine DNA-Helikase und verändern ein paar Strukturen. T-Shirt werden die Schlampen aus dem Organmixer von ihren Stühlen flutschen. Also man merkt schon, der ist total frauenfreundlich, der Kerl. Überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Und versucht lustig zu sein, was auch irgendwie albern ist. 23. Januar. Also über ein Jahr später, ne? Ich habe den Jackpot getroffen. Nee, fast ein Jahr später. Ich habe getroffen und weiter geschossen, wenn du weißt, was ich meine. Ich muss mir diese Schnalle warm halten, denn ihr Name ist Julia Kern. Und sie ist, warte noch, Professor Kerns Tochter und seine Assistentin. Ach, gleich zur Sache, ne, Joseph? War ja klar. Sie ist eine gute 6,8 von 10. Vielleicht sogar 7,1. Wenn sie mal ihre dämliche Klappe halten würde. Schöne Delta-Muskeln. Viel wichtiger ist allerdings, dass sie die Leitung über Samantha und ihre Magen hat. Wenn ich es richtig anstelle, bekomme ich ständigen Zugang zum Streifenzoo der Organmixer. Alter, der Kerl. Der ist versucht wahnsinnig lustig zu sein, aber irgendwie gerade dadurch macht er es noch schlimmer. Wohl eher heftiges Streicheln zu. Ich sehe da enormes Potenzial für einen flotten Dreier. Lol. Vielleicht. Ach, wer soll denn der Dritte sein? Die Maden? Ja, viel Spaß dabei. Aber ganz im Ernst. Das ist genau das, auf das du gewartet hast. Frozen. Ich könnte Samantha vielleicht sogar in die Titten fassen. Ach, Samantha soll der Dritte sein. Soll die Dritte sein. Ja, viel Spaß mit dem Monster zu schlafen. Das wird bestimmt total angenehm. Wenn ich nur daran denke, werde ich schon richtig geil. Eine neue Gruppe an Wirten wird diese Geilheit morgen zu spüren bekommen. Das heißt, der ist der tolle Mann, der die ganzen Frauen schwängert, uns eingeschlossen. Ja, okay, wir haben noch knapp eine Minute, deswegen höre ich jetzt hier auf. Und setze dann beim 12. Februar fort. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zumindest haben wir ein PDA durchgelesen und kennen jetzt sämtliche Räume hier in der Einrichtung, zumindest sämtliche Räume, auf die man Zugriff hat. Man hat ja leider nicht auf alle Zugriff, wie man gesehen hat. Und ja, mal schauen, wie lange das Spiel noch geht. Ich glaube, es geht nicht mehr sonderlich lange. Ich denke, man muss jetzt zu Josephs Zimmer wahrscheinlich, weil ich meine, wir haben von ihm ein Bild, wir haben von ihm eine Stimmprobe, das deutet alles so ein bisschen darauf hin. Und da mal gucken, wie es dann noch weitergeht. Ich nehme an, dass wir bald mit Samantha aneinander geraten, also kampfmäßig, was mir nicht taugt, weil wir keine Waffe haben. Aber wir werden mal sehen, wie wir das dann lösen können. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.